Hallo Leute, willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir öffnen heute die Ultra Shiny GX Box aus Japan, die sehr viel... Yo, ich liebe... Du magst Shiny Psyana nicht, ne? Ich finde, das sieht aus wie Kratz. Scarlet ist übrigens da, der öffnet gleich einen Booster, weil er kennt aus dem Set hier nichts. Und ich habe gesagt, yo, das wird schon funny, wenn du einen Booster öffnest. Gut. Junge, es gibt Shiny Zorak, Alter, das sieht so nice aus. Und Glurak ist ja auch... Also Glurak und Rayquaza sind so die... mit die teuersten Shiny-Karten im Set. Also Glurak auf jeden Fall. Mhm. Die Karten, die hier drin sind, sind wirklich viel Geld wert. Also einige. Und ja, davon wollen wir heute welche ziehen. Und ich würde sagen, wir machen mal die Box auf. Ich glaube, ich kriege das auf. Safe nicht, oder? Ja, ich glaube so. Danke. Warte, ich pack's kurz hinter die Kamera. Ja, da hat er wohl ein Messer ausgepackt. Mein Penis habe ich ausgepackt, Alter. So. Ich würde sagen, dass dein Penis so spitz ist, dass der ja, da einmal durch das Messer kommt. Scharf, Alter. Oh, der Stecher. Oh. So, jetzt haben wir hier die Box. Aber die ist eigentlich egal, ich habe keine Ahnung, wie man die aufmacht. Aber ich habe bei Max Morpho, der Junge, der reißt die einfach auf, der macht die einfach kaputt so. Der macht so zack, offen und dann holt er sich die Booster raus. Ja, weil er auch 5 Millionen davon hat. Ja, ist echt so. Okay, so, hier, die haben wir offen. Und da, komm schon. Junge, die sind, das, wie heißen die Boxen? Sieht ja wunderschön aus. Und da haben wir die Box weg. Und das hier sind die 10 Booster. Ohne Witz, die sind absolut crazy. Absolut crazy. Ich öffne jetzt eins. Ich habe keine Ahnung, schaut ob hier... richtig aus. Ja, also, lass die bitte ganz... Kannst ist du nicht. Das überhaupt? Das kannst geht du nicht. Nicht. Die haben hier oh, oben voll traurig. so ein Aufmachteil. Ja. Dann musst du die so öffnen. Ich habe keine Ahnung, ob es hier einen Kartentrick oder so gibt. Wir öffnen einfach und gehen einfach straight kannst runter. Ja, beim ersten rausfinden. Die haben ja hier... Guck mal, so sehen die von hinten aus. Hast du japanische Karten schon mal yo gesehen? Hast du die schon mal gesehen? Was ist, wenn du die auf Turnieren spielst? Einfach in Hüllen. Du hast ja Hüllen. Hier zum Beispiel die Hülle hier. Die ist ja hinten weiß. Ja, klar. Und dann ja siehst du es ja nicht. Und wenn, du ein komplettes Deck in Japanisch hast, ist ja auch egal. Ja, stimmt. So, wir drehen um. Das ist crazy. In jedem Pack ist eine GX drin, ne? In jedem Pack. Wir haben einen Wuffels. Wir haben einen Flamly. Wir haben einen Riolu. Wir haben einen Holo Lucario. Yo. Wir haben einen Holo Logok. Yo. Jetzt kommt die GX, glaube ich. GX Amigento. Aha. Ein Amigento, das ist hier die Reverse quasi, also ja. Crystal irgendwas. Sieht aus wie die gefälschte Yu-Gi-Oh! Karte. Top-Trank, ja. Alola Knogger und die Hanteln. Die Hanteln sind tatsächlich ziemlich gut, die können auch was wert sein. Aber, und bitte, wo ist die gefälschte Yu-Gi-Oh! Karte? Achso, die Crack Reverse. Die hier? Ja. Ja, kennst du die gefälschte Yu-Gi-Oh! Karten? Die haben die alle, sehen echt so aus, ja. Haben alle so ein Glitzerding drauf, ja, wenn du Exodia hast oder sowas. Ja. Aber ja, wir haben Amigento GX aus dem Pack hier gezogen und halt die zwei Holos. Lass uns ausbeuten aus dem Pack. So, jetzt darfst du ein Pack öffnen. Bist du bereit? Ich bin nicht bereit. Perfekt. So, wir packen die mal an die Seite. Decks tun wir. Und wird die einfach zerreißen oder sowas. Irgendwas wird richtig schief gehen. Ach, Quatsch. Ach, mein junger Mann. Ich okay vertraue dir in der Hinsicht. Alright. Hallo Leute, ich bin Scarlet. Zu finden auf scarly.live. Aber ist eigentlich... echt schwer aufzumachen, ne? Ich habe echt Angst, eine Karte zu zerreißen, während ich das aufmache. Du musst... Genau, das machst du jetzt weg und jetzt... Aber leider ist Scarly gerade nicht live. Hier oben so? Ja, genau. Ah! Das ist echt Pandoras Box teilweise. Der ist ja wirklich crazy. Jetzt haben wir die Pandoras Büchse geöffnet. Jetzt und... Nee, jetzt werden wir sterben, elendig. So. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Alter, ein Diktri! Schaut euch diese wunderschöne Mähne an, die ist richtig, richtig hübsch. Alter, wie süß ist denn dieses Bisasam? Schau dir den mal an! Der schaut sich einfach an und denkt sich so... Hallo, ich bin wie zusammen. Bin ich groß, was wert? Also, ja. Beziehungsweise, sieht man aktuell. Okay. Ja! Richtig gut, die gibt's. Die gab. Also. Wer ist das? Das sind die Kampfgräfin aus X und Y. Ja, krass. Und die gab es in dem Set, also gibt es schon länger als Pull Art. Ja. Aber erst seit dem neuen Set auch in Europa als Pull Art. Das ist ja crazy. Die ist ordentlich was wert. Das ist crazy. Ja. Ich habe nur gesehen, dass eine Pull Art ist und das ist halt nice. Ultra cool. Ja. Ja. Siehst du mal, ich bin ein Glücksbringer. Das ist echt so. Alles klar. Heatran, ja. Hallo, Ninetales ist was wert. Die sieht vor allem richtig hübsch aus. Boah, also. Ich sehe schon, was dahinter kommt. So, jawoll! Let's go! Die ist richtig viel wert. Alter. Die ist aktuell mit einer der spielstärksten Karten. Die ist vor allem auch richtig, richtig cool. Schaut erstmal an, dieser Design, ja. Riss in der Dimension, ja, Alter. Richtig nice. Insane, genau, die kann man auch hier hinstellen. Deck. Voll cool. Richtig jetzt nice schon richtig der schöne und Hintergrund. Und es waren jetzt zwei Booster. Ja, und der Rest ist eine Pistole.
Piu, piu. Ein Bisaflor. Und das ist die andere Kampf mit Chaos. Es gibt vier Stück. Mhm, ja. Also da würde ich schon einmal reinlunzen. Alles klar. Perfekt. Viel Spaß noch. Danke. So, oder willst du dabei sein? Ich will jetzt. Na gut, dann bis später. Danke, Mann. So, Leute, wir machen weiter mit den ersten nicen Karten. Die ersten nicen Karten haben wir ja schon. Und wir sind auf jeden Fall... Wir haben Blut geleckt, Leute. Das ist so die Sache. Du öffnest eins dieser Booster und du hast einfach... Du hast Blut geleckt. Es ist einfach so. Und dann willst du mehr haben. Aber die sind so arschteuer, die Boosterboxen. Ich werde einfach mal eine unten in die Beschreibung packen, falls ihr einen haben wollt. Ne, natürlich haben wir so einen Raffle-Link, ihr wisst Bescheid. So, wir haben hier ein Froxy, ein Cosmovum, ein Reißlaus, ein Solgaleo, ein Garchomp, ein Glaciola GX, crazy, oh, hier ist noch Müll. Glaciola GX, sehr, sehr nice. Nicht die beste GX-Karte, Rassler, Nachmacherin, Sibuna und Volkner. Das war ein ernüchterndes Pack, also beziehungsweise, ne, wir haben halt trotzdem eine GX gezogen. Aber Glaciola GX ist halt leider gar nicht so nice. Und die meisten Karten, wie jetzt zum Beispiel Glaciola, ich glaube, dass es bei Glaciola so ist, haben ihr Promo-Artwork. Also viele Karten haben hier ihre Promo-Artworks, das heißt auch das nochmal etwas Besonderes. Wir haben Kapuno, wir haben Schneckmark, wir haben... eine Multi-Energie, wir haben ein Voltgeant als Holo, sehr nice. Wir haben ein Trikefalo als Holo und ein Wolverock in der Zwielichtform als GX. Ich glaube, das war auch das erste Set, was dieses Wolverock drin hatte. Ich bin mir unsicher. Die hatte als Craig Reverse. Ich glaube, die ist auch ein bisschen was wert. Dann haben wir Morlord, das Staffelholz und Mimikma. Sehr nice, sehr, sehr nice. Das sieht doch schon mal... nicht schlecht aus. Die Shiny-Karte wartet auf jeden Fall noch. Ich habe echt Angst, dass wir eine schlechte Shiny-GX ziehen. Davor habe ich richtig Angst. Also for real. Es gibt richtig nice Shiny-Karten hier drin. Okay, wirklich richtig nice Karten. Aber es gibt halt auch weniger nice Shiny-Karten, wie zum Beispiel Arctos. Nicht, weil ich Arctos hasse, aber Arctos hat jetzt echt keinen nice Shiny-Effekt. So, wir haben Alola Vulpix. Wir haben Sneeble. Wir haben Tragosso. Wir haben Kommandutan, die ist auf jeden Fall auch was wert. Wir haben Reshiram. Oh, Ultra Necrozma GX ist auch auf jeden Fall was wert. Sehr, sehr nice. Phinex ist in der Crag Reverse. Dann haben wir hier das Amulett. Wieder eine Kampfkoryphäe und Rotom. Fünf Booster haben wir noch. Das ist so befriedigend. Alter, das sieht so gut aus. Wir haben schon so... verdammt viele GX-Karten gezogen. Und die Shiny wartet noch, Leute. Die Shiny-Karte wartet noch. Beziehungsweise die zwei Shiny-Karten. Es gibt ja auch noch so Vorstufen-Shinies. Also nicht Vorstufen-Shinies, sondern diese kleineren Shiny-Pokémon. Wir haben ein Zoa. Wir haben ein Alola Dicta. Wir haben ein Fornifras. Wir haben Optimum Zygarde in der Holo-Variante. Wir haben Diancie in der Holo-Variante. Und Gardevoir als G. Ihr müsst euch halt vorstellen, das ist halt jedes Mal eine GX, die wir hier ziehen. Also halt wirklich eine spielbare, brauchbare GX, die wir hier bekommen. Crack Reverse, Alola Dictry, Energie zurück in dein Deck bringen, Doppelfarblos und Rotom Wash. Es sind immer noch die Shiny-Karten offen. Die Shiny-Karten sind immer noch offen. Ich bin gespannt. Wir haben nur noch vier Booster, glaube ich. Das wird crazy. Das wird crazy. Wir haben ein Schneebedeck. Wir haben Magneton. Wir haben einen Cosmog. Ohohoho! Wir ziehen Shiny Knaxel. Sehr, 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 sehr geil. Die haben halt hier diesen Rainbow-Effekt auf sich drauf. Ah, nee, haben sie. Oder? Nee, nicht so richtig. Bei Dings, bei den Koreanischen haben die mehr diesen Rainbow-Effekt hier auf sich drauf. Das ist doch. Also man merkt es halt schon. Man merkt halt schon so ein bisschen den Unterschied. Aber ja, hier Shiny Knaxel, sehr, sehr nice. Wir haben ein Prisma Lunala und dahinter haben wir Magnezone. Okay, ist ja noch, doch, eine GX müsste da auch noch drin sein. Holo Magnezone und Ultra Necrozma, nee, und nicht Ultra Necrozma, hier, Solgaleo Necrozma, GX. Alter, was war das für ein Booster? Prisma, Shiny und eine GX. Dann die Amigento Pflanzendisk, die zwei aus Schwarz und Weiß und Melima. Drei Booster haben wir noch. Und die Full-Art-Shiny-Karte fehlt noch.
ich weiß halt echt nicht, welches Shiny ich mir wünschen soll. Glurak wäre halt heftig nice, kann man nichts gegen sagen. Zoroark wäre, glaube ich, noch mit mein Favorit. Kein Kartentrick. Ich glaube, es gibt einen, drei oder vier, aber wir machen keinen. Also Zoroark wäre nice, Glurak wäre nice, Rayquaza wäre nice. Es gibt auch noch Goldkarten, by the way. Also die können auch vielleicht noch hier drin sein. Wir haben ein Sphinx, wir haben ein Bablu, wir haben ein Knarksil, wir haben... das ist leider eine Shiny-Karte, über die ich nicht so freue, aber ist trotzdem Shiny-Lektroball, okay? Ist trotzdem Shiny-Lektroball, ist trotzdem nice. Nehme ich. Immerhin trotzdem eine Shiny-Karte. Wir haben ein Holo-Schlinking, wir haben ein Holo-Altaria, wir haben die Crack Reverse Zugfahrer, wir haben Makago, Guzma und ein Fluchtbord. Zwei Booster haben wir noch. Ah, das ist ein bisschen schade. Wir hätten alles bekommen können. Und wir kriegen fucking Elektroball. Versteh mich nicht falsch, Elektroball sieht cool aus. Und ich freue mich darüber, dass es eine shiny Karte ist, aber wir hätten alles bekommen können. Wir haben ein Iskala, wir haben ein Carmelat, ein Felino, ein Holoraiku, ein Holochabel, ein Marshadow GX. Das ist das, was ich meine, das ist die das Promo-Artwork. Ein Marshadow GX haben wir gezogen. Wir haben ein Crack Reverse Katagami, ein Rotom Freeze, ein Feuerpodest-Dings und ein Rexpiece. Also, letztes Booster. Alter, das sieht so heftig aus. Holy shit. Letztes Booster. Wir haben aber trotzdem bisher echt gute Karten gezogen. Die Full Art Trainerkarte, hier Zoroark GX, Ultranic Crozma GX. Vielleicht kommt ja noch eine Goldkarte oder so. Das würde noch alles retten. Also, was heißt retten? Wie gesagt, die Elektroball-Karte ist halt kritisch. Okay. Wir haben eine Multi-Energie. Wir haben ein Zubiris. Wir haben ein Evoli. Wir haben ein Holo-Darkrai. Wir haben ein Holo-Kagoron. Und Rayquaza GX. Okay. Wir haben mit die bestspielbarsten GX-Karten gezogen. Ein Craig Fings. Ein Bestienring, der ist auch nochmal 4 Euro wert. Auch das ist nochmal was wert. Und Alola Kokobai ist unsere letzte Karte. Alright. Wir holen mal hier alle Karten ran. Zack. Ohne die Box zu sehr zu verschieben. Das sind schon echt viele gute Karten. Wir haben Alola Elektroball. Shiny Elektroball. Prisma Lunala. Shiny Knarksil. Gardevoir. Glaciola. Die Full Art Trainerkarte, die ist so nice. Rayquaza GX ist was wert. Marshadow GX. Sorgaleo, Necrozma Fusion, Ultra Necrozma auch was wert. Auch hier das Promo Artwork, by the way. Zwielicht, Wolverock, Zoroark GX und Amigento GX. Wir haben gute Karten gezogen. Wir haben wirklich gute Karten gezogen. Aber ja, leider nicht so eine gute Shiny. Aber okay, Leute. Falls ihr nochmal so eine Box sehen wollt, lasst es mich wissen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Die sind halt einfach heftig. Die sind komplett crazy. Wie gesagt, ich werde es euch unten in die Beschreibung verlinken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall super, super, super gerne eine positive Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal. Macht's gut und ciao, ciao.